Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Primo Mazzoni. Ich begrüße Sie herzlich im Namen des Filmpodiums Zürich zur heutigen Vorstellung von Christoph Sanussis Max Frisch-Adaptation Blaubart, ein Fernsehfilm, der vom WDR, also dem Westdeutschen Rundfunk und dem Schweizer Fernsehen koproduziert und am 22. Oktober 1984 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Zunächst ein kleiner Hinweis: Der heutige Abend wird auf Video aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie nicht wünschen, in der Aufnahme drin zu sein, muss ich Sie bitten, am Schluss der Veranstaltung auch keine Fragen zu stellen, sonst sind Sie drin. Ansonsten machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden nur von hinten zu sehen sein, wenn überhaupt. Gut, das musste sein. Dass diese Vorstellung und Veranstaltung zustande gekommen ist, verdanken wir der reibungslosen Zusammenarbeit mit den Menschen des Max-Frisch-Archivs an der ETH-Bibliothek. Nennen möchte ich hier den Leiter des Archivs, Tobias Amslinger, Dankeschön, und den Leiter der Sammlungen und Archive der ETH-Bibliothek, Stefan Wiederkehr. Vielen, vielen Dank. Von Ihnen kommt die Anregung zu dieser Vorführung in Anwesenheit des Regisseurs, und zwar aus Anlass der aktuellen Ausstellung Max Frisch und das Recht, die dort leider nur noch wenige Tage, nämlich noch bis zum 12. April zu sehen ist. Ein paar wenige Worte, bevor es richtig losgeht, über Christoph Sanussi und Blaubart. Das ist ein Paket, das es aus meiner Sicht ziemlich in sich hat. Christoph Sanussi, geboren und aufgewachsen in Warschau. Er wird dieses Jahr 80, nämlich schon bald. Von meiner Seite jetzt schon alles Gute. Eigentlich hätte aus ihm, wie er selbst in seiner Autobiografie mit dem wunderbaren Titel Life Tragedies or How to Have Your Cake and Eat It erzählt, hätte er Architekt werden sollen. So wollte es die Familientradition. Sein Vater war Architekt, der Sohn sollte es ihm gleich tun. Aber als er realisierte, dass er als Architekt in Polen Bauten errichten müsste im sozialistischen Stil, über die man sich dann am Abend, auch das eine Familientradition, dann gemeinsam mit dem Vater lustig macht, da hatte er sich es anders überlegt. Und er studierte Physik. Nach 4 Jahren Studium, durchaus mit heißem Bemühen, dämmerte es Sanussi, dass Physik vielleicht doch nicht das Richtige für ihn sei, und er wechselte diesmal zu Philosophie. Nach der Philosophie wechselte er an die Filmschule Lodz und wurde Filmemacher. Und bei dieser Tätigkeit ist er dann bis heute geblieben. Diese Filmschule in Lodz ist uns Cinephilen sehr bekannt. Sie hat viele zahlreiche berühmte und anerkannte Filmkünstlerinnen und Filmkünstler hervorgebracht, um nur einige zu nennen, die Sie bestimmt alle kennen: Andrzej Wajda, Roman Polanski, Barbara Sass, Krzysztof Kieslowski und natürlich Christoph Sanussi. Rund 30 Spielfilme hat er realisiert während seiner Karriere. Dazu kommen zahlreiche Fernsehfilme und er inszenierte auch fürs Theater und die Oper. Einige Filmtitel, so Die Struktur des Kristalls, war sein Spielfilmdebüt. Mit seinem 4. Film Illumination gewann er in Locarno den Goldenen Leoparden und 2 weitere Hauptpreise an diesem Festival. Er hat im Laufe seines reichen Schaffens 2-mal den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen. Wen gibt es zu sehen in Blaubart? Wer war daran beteiligt? Wenn Sie die Castlist lesen, dann das ist einfach, jede noch so kleine Rolle ist wunderbar und besetzt. Nur ein paar wenige Leute. Die Rolle des Dr. Felix Schad übernahm Vadim Glowna, ein deutscher Schauspieler, der leider 2012 verstorben ist, der selber ein viel renommierter Regisseur war, der international Filmkarriere gemacht hat. So hat er zum Beispiel neben Simone Signoret in Police Piton 357 einen Auftritt. Wir haben den Film
erst kürzlich bei uns im Programm. Er war natürlich, sage ich jetzt mal, in Steiner das Eiserne Kreuz. Er stand neben Audrey Hepburn in Bloodline vor der Kamera, neben Romy Schneider, Harvey Keitel, Harry Dean Stanton und Max von Sydow in Daverniers Death Watch. Er hat dann in den 2000er Jahren hauptsächlich mit Oskar Röhler gedreht, so zum Beispiel Die Unberührbare, Der alte Affe Angst oder Agnes und seine Brüder. Und auch im Schweizer Film kennen wir ihn. Er stand neben Stefan Kurt in Der letzte Weinfeld vor der Kamera. Ein anderer sehr bekannter Name ist Wojciech Kilar, der Komponist der Musik. Er ist ein ständiger Mitarbeiter gewesen von Zanussi. Er hat, glaube ich, alle seine Filme vertont und zahlreiche weitere polnische Filme und kam dann in den 90er Jahren plötzlich zu Weltruhm, weil Francis Ford Coppola ihn holte nach Hollywood für Bram Stoker's Dracula. Den Film können Sie demnächst in unserer Coppola-Reihe sehen und die Musik, wenn Sie sie dann hören, die kennen Sie. Die wurde vielfach wiederverwendet, auch in anderen Filmen und in zahlreichen Trailern des ähnlichen Genres. Er hat dann auch mit Jane Campion gearbeitet, Portrait of a Lady, oder mit Roman Polanski, Der Pianist, oder The Ninth Gate mit Johnny Depp. Sie sehen, als eine der zahlreichen Frauen, die natürlich ein Blaubart einmal geheiratet hat, Karin Bahl, die 1956 neben Horst Buchholz in Die Halbstarken ihre Filmkarriere startete und gleich mit dem ersten Auftritt zu einem Star wurde. Sie sehen Barbara Lass, sie war einst mit Karl-Heinz Böhm, mit Roman Polanski und ein paar anderen verheiratet. Sie hat eine wunderbare Filmkarriere gehabt. Sie hat unter anderem dann auch später in den 80ern im Film Rosa Luxemburg von Margarete von Trotta mitgespielt und Margarete von Trotta werden Sie heute auch sehen. Sie spielt auch mit. Und um es kurz zu machen, Sie sehen auch, wenn Sie gut aufpassen, es geht nur ganz kurz, auch Max Frisch. Gut, dann noch ein Wort zum dem Film, den wir sehen. Er ist, wie gesagt, wurde fürs Fernsehen gedreht und da blieb er bisher auch. Das ist meines Wissens das erste Mal, dass er auf einer Leinwand gezeigt wird. Es handelt sich hierbei bei der Kopie, die Sie sehen, um eine Ausspielung des Sendebands des Schweizer Fernsehens. Also bisher wurde der Film nicht restauriert. Das einfach, dass Sie wissen, was Sie sehen. Und jetzt übergebe ich Stefan Wiederkehr, der seine Gäste begrüßen wird. Vielen Dank. Шановні пані режисери, шановні панство. Również w imieniu Archiwum i Fundacji Maxa Frisza pragnę bardzo serdecznie powitać Państwa na dzisiejszym wieczorze filmowym. Nazywam się Stefan Wiederkehr i kieruję sekcją kolekcji archiwów Biblioteki Politechniki Federalnej w Zurichu, w skład której wchodzi Archiwum Maxa Frisza. Gdy w 2005 roku mieszkałem w Warszawie i po raz pierwszy oglądałem film, jeden z pańskich filmów, nie przypuszczałem, że będę miał w przyszłości do czynienia z archiwum Maxa Frisza. Nie spodziewałem się też także, że kiedyś dane mi będzie poznać pana osobiście. Dlatego ogromnie się cieszę, że zechciał pan przyjąć nasze zaproszenie na projekcję pańskiej ekranizacji opowiadania pod tytułem Blaubart. Sehr geehrte Herr Zanussi, sehr geehrte Herr Mazzoni, sehr geehrte Damen und Herren. Auch im Namen des Max Frisch Archivs und der Max Frisch Stiftung möchte ich Sie zum heutigen Abend herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Stefan Wiederkehr, ich leite die Sammlungen und Archive der ETH Bibliothek, zu denen das Max Frisch Archiv gehört. Als ich 2005 in Warschau lebte und erstmals einen Film von Krzysztof Zanussi sah, ahnte ich nicht, dass ich einmal mit dem Max-Frisch-Archiv zu tun haben werde. Und ich erwartete auch nicht, dass ich Krzysztof Zanussi je zur Vorführung eines seiner Filme in Zürich werde begrüßen dürfen. Es ist mir deshalb eine besondere Ehre und Freude, dass Sie heute persönlich anwesend sind.
Weshalb Krzysztof Zanussi 1984 als polnischer Regisseur Max Frischs Erzählung über einen Zürcher Mordprozess aufgriff, werden Sie sicher gleich im Gespräch mit Thomas Sträßle, dem Präsidenten der Max Frisch Stiftung, erfahren. Ich möchte meine Begrüßungsworte nutzen, um auf Frischs Bezug zu Polen hinzuweisen. 1984 nahm Frisch am Weltkongress der Intellektuellen für die Sache des Friedens in Wrocław teil. Frisch kommentierte dazu später, Zitat, das ist korrekt und wie erwartet die Eröffnung meiner Fische bei der Bundespolizei. Eine Reihe international bekannter Schriftsteller, Gelehrter und Künstler war dort zusammengekommen, unter ihnen Pablo Picasso, Le Corbusier, Madame Joliot-Curie, Georg Lukács, neben den namhaften polnischen Dichtern und Philosophen. Inzwischen ist das Tagebuch 1946 bis 1949 erschienen, darin ein ausführlicher Bericht über Polen nach dem Krieg, über jenen Kongress, über das Warschauer Ghetto als Schotterfläche etc. In jeder Buchhandlung erhältlich, auch für einen Bundesanwalt. Soweit das Zitat. In dem genannten Tagebuch berichtete Frisch über seinen Aufenthalt in Wrocław und die anschließende Reise nach Warschau. Er beschreibt das schreckliche Leid, das die Deutschen den Polen zugefügt haben und die Verwüstung des Krieges. Als Architekt, und das hatten wir nicht abgesprochen, als Architekt ist er aber auch fasziniert von den Möglichkeiten, die die fast vollständige Zerstörung Warschaus durch die Nationalsozialisten bietet. Am 3. September 1948 notiert er, Zitat, Tabula rasa. Damit ist die erste Voraussetzung für wirklichen Städtebau erfüllt. Aufhebung des Grundeigentums. Zum ersten Mal hat der moderne Städtebau eine wirkliche Chance. Warschau hat freie Hand. Es besteht alle Hoffnung, dass die außerordentliche Chance, eine Stadt unseres Jahrhunderts zu bauen, vollauf begriffen und genutzt wird. Soweit Max Frisch über Polen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, abschließend möchte auch ich danken, nämlich dem Filmpodium und Herrn Mazzoni für die gute Zusammenarbeit und die Bereitschaft, die heutige Veranstaltung ins Programm aufzunehmen. Dem Leiter des Max-Frisch-Archivs, Tobias Amslinger, für seine Initiative, die laufende Ausstellung Max Frisch und das Recht mit dieser Filmvorführung zu begleiten und zusammen mit seinem Team den heutigen Abend zu organisieren. Und last but not least Thomas Sträßle, Professor für Germanistik an der Uni Zürich und Präsident der Max-Frisch-Stiftung, der das nun gleich folgende Gespräch mit dem Regisseur moderiert. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe an Thomas Sträßle. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auch im Namen von uns. Ich freue mich sehr, dass wir Sie heute hier in Zürich begrüßen können. Herzlich willkommen, Herr Zanussi, bei uns. Wir freuen uns, dass Sie bei uns zu Gast sind. Wir werden die Gelegenheit haben, vor der Filmvorführung ein kurzes, etwa 20-minütiges Gespräch zu führen. Wir werden dieses Gespräch auf Deutsch führen. Herr Zanussi spricht ungefähr jede Sprache dieser Welt fließend und Deutsch quasi falsch. Perfekt. Nein. Ja, das ist... Als der Film 1984 erschienen ist, hat der WDR, der den Film zusammen mit der damals noch DRS produziert hat, ein Pressekommuniqué veröffentlicht und das beginnt mit dem Satz, ich zitiere den, mit Blaubart hat der Schweizer Schriftsteller Max Frisch zum ersten Mal die Verfilmung eines seiner epischen Werke gestattet. Es gab davor schon diverse Versuche, Homo Faber zu verfilmen und so weiter. Das hatte alles nicht gestattet. Ihr Projekt hatte gestattet. Wie haben Sie das geschafft? Ich glaube, ich war engagiert, weil ich habe vorher einen biografischen Film über neue Papst Johannes Paulus II. Gedreht. Und die Aufgabe war ähnlich, Diplomatie. Also wenn ich mit Vatikan geschafft habe, glaube ich, dass der WDR hat geglaubt, dass vielleicht werde ich auch mit Max Frisch gewonnen. Das war nicht leicht.
Und wir haben fast ein Jahr viele Treffen gehabt. Und immer am Ende war dieselbe, dieselbe Impasse. Ich sagte, ich habe schon etwas Erfahrung. Ich kann versprechen, dass ich werde sehr, sehr präzise diese Roman verfilmen, aber ich werde kein Wort schreiben, wenn Sie geben mir keine, weil Sie vertrauen mir nicht. Sie müssen sagen, Sie akzeptieren diese Adaptation. Und er sagte, nein, Sie müssen schreiben und dann ich werde akzeptieren. Und dann drei Monate später neue Abendessen in Zürich und neue Verhandlung, was wir machen. Und am Ende, ich habe gewonnen, weil ich habe Schieren gekauft, ein Buch genommen und mit einem Heft alle diese Seiten, die sind im Buch, geklebt. Und habe diese Artefakt zu Max Frisch gebracht, gesagt, das ist schon ein Filmbuch, aber ich habe kein Wort geschrieben, ich habe nur die Szenen nummeriert. Und er hat das gefunden, sehr lustig. Und am Ende, er hat gesagt, ja, okay, ich akzeptiere. Dann habe ich gesagt, das ist für mich nicht genug, weil Sie sind ein Schriftsteller, also Sie können mit Buchstaben, Buchstaben benutzen. Und für mich, Sie müssen im Film, im Episode eine große Aufnahme haben. Und er hat das akzeptiert und er ist im Film. Deswegen, dass das ist ein Beweis, dass er einverstanden war. Er ist ja nicht nur im Film, sondern er war auch bei den Dreharbeiten häufig vor Ort. Das ist auch dokumentiert. Er hat er auf dem Set, er hat mit den Schauspielern gesprochen, er hat mit ihnen gesprochen. Sie konnten sich während der Dreharbeiten mit ihm austauschen. Es war also nicht so, dass sie einfach quasi eine Collage seines Textes gemacht haben und dann, ohne dass er dabei gewesen wäre, diesen Film drehen konnten. Wie war diese Zusammenarbeit? War das für Sie eine Bereicherung oder eine Belastung? Wir haben über alle möglichen Probleme gesprochen, nicht über Verfilmung. Und ich glaube, dass Max Frisch war sehr, sehr neugierig zu sehen. Und ich bin auch selbst sehr neugierig, wenn ich sehe, dass die Schauspieler meinen Text benutzen. Das ist immer eine Überraschung. Und das ist ganz oft eine sehr sympathische Überraschung. Das klingt wie real und wir wissen, wir haben das geschrieben. Also glaube ich, dass das war eine Bemerkung, die Max Frisch ein paar Mal gemacht hat. Er hat nur eine Änderung gemacht, weil wir haben uns kennengelernt von ein paar Jahren früher in Warschau, wann Max Frisch seine Urausführung von seinem neuen Stück gehabt hat mit Erwin Axer als Regisseur und die Schauspielerin, die hat in viele meine Filme gespielt gehabt, Frau Maja Komorowska, hat gespielt im Max Frisch, glaube ich, Triptychon. Und ich weiß, ich erinnere mich, dass ich habe von dem Theater zum Hotel Max Frisch mit meinem Wagen gebracht und wir haben, glaube ich, ganz viel gesprochen, weil das war eine lange Strecke. Und für diese Verfilmung hat Max Frisch etwas die Rolle von Katharine geändert, so dass im Text sie kann ein Polin sein und sie kann mit Akzent diese kleine Rolle spielen. Das war eine Konsequenz von dieser Reise, die ich habe mit ihm gemacht, von ein paar Jahren früher. Sie haben gesagt, Sie haben mit ihm nicht über Filmprobleme gesprochen während der Dreharbeiten. Jetzt ist es ja so, dass Max Frisch und der Film, das ist ein schwieriges, aber auch sehr interessantes Gebiet. Max Frisch hat selber in Interviews auch im Rahmen dieser Produktion gesagt, wenn er nochmal anfangen könnte, würde er eigentlich Kameramann werden wollen. Vielleicht auch dann irgendwann mal Filmregisseur. Der Film hat ihn schon von früh an interessiert. Er hat schon ganz früh ein Treatment geschrieben, Der Verschollene, das ist dann erschienen als SOS Gletscherpilot, das ist ein Film, der entstanden ist. Max Frisch hat das Treatment geschrieben, er hat selber ein Filmprojekt gehabt, Zürich Transit,
und so weiter. Er hat auch immer wieder gesagt, dass der Film viel für die Literatur beigetragen hat, Schnitttechniken, Perspektivwechsel und so weiter. Hat sie das in ihrer Arbeit irgendwie beeinflusst oder war das überhaupt kein... Das habe ich keine Ahnung, ob das hat ihn beeinflusst oder nicht, aber er war neugierig. Ja. Wie oft die Autoren sind sehr neugierig, wenn sie sehen, dass Text hat neue Leben und ist wie real, wenn die Schauspieler das spielen. Und ich weiß, dass ich etwa viel mit meinem Kameramann gesprochen habe. Meine Kameramann hat später Harry Potter und viele Hollywood-Filme gedreht. Das ist Sławomir Idziak, ganz große polnische Künstler. Und die beiden haben ganz oft gesprochen, auch ich habe mich etwas geärgert, weil Zeit läuft und mein Kameramann ist beschäftigt. Und wir können nicht verbrechen, weil das ist Max Frisch. Ja. Unterbrechen. Um jetzt auf den Film im Engeren zu sprechen zu kommen, Sie haben in einem Interview, als der Film erschienen ist, gesagt, Zitat, ich wollte diesen Film wirklich nur für das Fernsehen machen, nicht für das Kino. Nun ja, weil gibt es so viel Dialog. Ja. Und das ist das ist alles so klaustrophobisch, dass ich habe gedacht, das passt mehr zum Kino. Zum Fernsehen. Heute glaube ich, wir haben schon andere Kriterien und die Leute Filme, Kinofilme oder Fernsehfilme auf dem Telefon sehen. Also das ist eine große Degradation und hier wir haben eine schöne Möglichkeit, etwas auf dem großen Leinwand zu zeigen. Das ist eine Chance, das kommt sehr selten. In der Zeit, das war sehr literarisch, als zu literarisch für Kino. Aber wer weiß, vielleicht nach der Vorführung, die werden sagen, dass das ist möglich, auch im Kino zu zeigen. Was ist wichtig, dass er hat eine sehr starke Inhalt. Das ist nicht eine einfache Geschichte. Und diese Wunder, das ist so klar im Literatur, dass wir sind das startet wie eine realistische Geschichte. Und gibt es ein Wort, wenn wir in Mitte des Filmes, dass wir fühlen, dass das ist schon nicht real, dass das ist nur das läuft in dem Kopf des Hauptfigur. Und diese Transition für mich ist sehr interessant als eine Möglichkeit, stilistische Möglichkeit. Und interessant ist, dass wir haben eine Vorführung gehabt nach der Montage im Max Frisch Wohnung für die literarische Kritiker. Sie waren alle sehr negativ und sehr böse. Sie haben gesagt, dass das ist das Schlimmste, was kann passieren. Aber später, ich habe Venedig-Festival gewonnen. Also gibt es einen großen Unterschied in meiner Perspektive von literarischen Kritikern und Filmkritikern. Sie sehen die Sachen ganz unterschiedlich. Es war ja auch für Sie ein besonderes Projekt, dass Sie einen Text hatten, der kein Autorenfilm im klassischen Sinne. Ja, aber das war meine Chance, weil ich habe viele Autorenfilme vorher und nachher gemacht. Ja. Also das ist nicht so, dass ich habe eine große Ehrgeiz, dass ich muss jeden Film als Autorenfilm machen. Wenn dieser Autor hat mitgefallen, ich habe gesagt, ich stehe zur Verfügung. Ja. Und hier, ich bin nur in meiner Position, dass ich will diesen Text präsentieren, nicht mich selbst. Ich habe das auch gemacht, man kann diesen Film schauen und parallel dazu im Buch von Max Frisch lesen und man kann quasi, man hat ja zwei Augen, man kann mit dem einen Auge auf den Bildschirm schauen, mit dem anderen ins Buch. Aha. Und das geht relativ analog. Einige Dinge sind rausgeschnitten, aber der Rest verläuft auch von der Chronologie her und bis in den Wortlaut genau gleich. Es gibt ja einige schwierige Dinge bei der Umsetzung eines solchen Textes, jetzt in diesem speziellen Fall die Spannung zwischen Innenleben und Außenleben. Ja.
Und da haben Sie ja, mussten Sie ja eine Lösung finden. Einerseits das Protokollarische vom Gericht, andererseits die eingeschobenen Introspektionen, Selbstgespräche und so weiter der Hauptfigur. Aber ich glaube, im Buch, das ist schon gemacht. Deswegen es war für mich ganz einfach. Ich habe geglaubt, wir können das kopieren, dass diese Sprache, das Max Frisch im Buch entwickelt hat, das kann auch im Kino arbeiten, im Leinwand, ich sage im Kino immer, weil auch wenn ich über die Fernsehen rede, ich denke Kino. Ja, ja. Aber können Sie noch etwas sagen, wie Sie das herausgearbeitet haben, jetzt kurz bevor wir den Film sehen? Es sind ja doch verschiedene Ebenen, also Unschärfen, verschiedene Farbgebungen, genau. Schnitttechniken und so weiter. Vielleicht, dass Sie uns noch, bevor wir den Film sehen, ich kann das zeigen, weil erzählen, das ist etwas langweilig. Wenn ich sage, wie haben wir diese Suppe gemacht? Ich glaube, in jedem Restaurant, es ist besser zu essen erst und dann zu diskutieren. Gut. Wir werden gleich essen. Dann kann ich aber die nächste Frage auch nicht stellen, weil die hätte eigentlich gelautet, die wäre die Frage nach der Schuld gewesen, weil Sie mal gesagt haben, dass der Protagonist eigentlich viele Gründe habe, sich schuldig zu fühlen. Aber ich nehme an, diese Aussage wollen Sie jetzt auch nicht vor dem Film kommentieren, aber wenn Sie mögen, dann können Sie das gerne. Das war ein Moment, wenn ich bin mit Max Frisch sehr tief einverstanden. Und ich glaube, dass das ist ein Element von ganzer judeo-christlichen Tradition, dass wir haben diese ursprüngliche Sünde als eine Basis für unser Bewusstsein. Und ich glaube, dass heute wir machen einen Irrtum, dass wir wollen ganz unschuldig sich fühlen. Das ist falsch. Und das kann man bei Ionesco finden, auch ähnliche Idee. Wir sind immer schuldig, weil Gewalt ist in diesem Welt und wir nehmen teil in diesem Gewalt. Wir umbringen die Tiere, aber auch die Pflanzen und am Ende auch die Leute. Niemand ist wirklich unschuldig und das ist, glaube ich, mehr realistisch als diese, meiner Meinung nach, falsche Idee von Jean Rousseau, dass wir sind geboren ganz, ganz rein. Das ist falsch. Wenn Sie sehen, die kleinen Kinder, Sie wissen schon, wie aggressiv sie sind und wie possessiv. Und um diese Schuldthematik kreist dann letztlich auch der ganze Film. Jetzt ist eine weitere Besonderheit an diesem Film, dass er ja eigentlich zweimal gedreht wurde. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch, und zwar mit denselben deutschsprachigen Schauspielerinnen und Schauspielern. Können Sie etwas, weil der Film nicht nur auf dem deutschsprachigen Markt, sondern gleich auch in den USA publiziert wurde, man hat also jede Szene mindestens zweimal gedreht, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch mit denselben SchauspielerInnen. Können Sie etwas dazu sagen, wie das dann, wie diese Parallelität ablief, wie vielleicht auch diese Verfremdung in einer Fremdsprache wieder zurückgewirkt hat auf die, auf das Schauspiel Ihrer Leute? Ja, das war eine... etwas wie ein Experiment und die Produzenten, die Westdeutsche Rundfunk und ein Redakteur, Herr Hartwig Schmidt, die war großer Enthusiast von diesem Text. Er wollte diese zwei Negativen haben und wir haben gedreht zuerst im Deutsch, das war eine Muttersprache für fast alle Schauspieler, und dann zweite Mal nach einem Besuch von English Coach, eine Probe in anderer Sprache, noch einmal dieselbe Aufnahme im Englisch spielen. Das ist unmöglich zu zeigen, aber ich habe bemerkt während der Montage, wir haben auch die Gegenschüsse gedreht, weil wir müssen zwei Negative haben. Und das war eine Entdeckung, dass dieselbe Schauspieler, wenn sie zuhören in meinem Gegenschuss, sie zuhören im Englisch sehr intensiv und in Deutsch nicht, weil das war selbstverständlich, dass im Deutsch sie verstehen. Aber im Englisch alle diese
Gegenschüsse sind so gespannt, dass wir haben diese negativ verdoppelt. Und in dieser Montage, auch wenn Sie hören zu Deutsch, in Realität, das war englische Fassung. Alle Schauspieler haben Englisch gut gesprochen, selbstverständlich mit dem Akzent. Und für Verkauf, glaube ich, dieses Film hat auf verschiedenen Märkten, in Skandinavien zum Beispiel, sie haben das alles gekauft mit englischer Sprache. Und ich glaube, dass von Schauspielers Perspektive, das sind zwei etwas unterschiedliche Filme. Sie spielen etwas unterschiedlich, wenn sie müssen in fremder Sprache sich vertätigen oder etwas erzählen. Das ist interessant für viele Studenten zu vergleichen, diese zwei Fassungen. Wir haben später auch die Synchronisierung gemacht im Französisch für Schweiz und im Italienisch. Aber Synchronisierung ist eine ganz andere Sache. Das ist interessant. Worin bestehen denn die Unterschiede? Wissen Sie, wenn ein Schauspieler nicht in Muttersprache spielt, er vertraut die Wörter weniger. Also er spielt zwischen die Wörter. Und das sieht man sofort, wenn man vergleicht. Es gab ja, und das wurde auch ausführlich thematisiert in Zeitungsartikeln und in Interviews, sowohl von Ihnen als auch von Max Frisch, es gab ja dann ganz am Ende eine Meinungsverschiedenheit. Und zwar, was den Schluss betrifft. Da ist jetzt im Film, der Film endet mit der Frage, warum haben Sie dieses Geständnis gemacht? Und Max Frisch wollte unbedingt, dass wie im Buch das endet mit dem Satz, Sie haben Schmerzen. Wieso hat sich an dieser Frage dann so... Am Ende hat Max Frisch meine Ende akzeptiert. Das war so stur, dass ich wollte das unbedingt haben. Ich glaube, das ist für Kino, für eine audiovisuelle, das ist mehr offen und mehr interessant, dieser letzte Satz. Dass ein Satz zu viel kann etwas stören. Das war meine Intuition. Ich habe selbstverständlich beide Ende gezeigt. Und am Ende hat Max Frisch akzeptiert, dass das hat mehr Dynamik. Gut, vielleicht noch eine letzte Frage zum Schluss. Ist diese Zusammenarbeit, also dieser Kontakt dann noch weitergegangen oder war der ja, dann mit der Abschluss? Wir sind noch einmal getroffen in Moskau. Das war schon Zeit von Gorbatschow. Diese letzte Friedenkongresse, wo Max Frisch und Graham Greene zum Beispiel und große russische Dissidenten, die sind alle gekommen und wir haben zum ersten Mal ernst über Frieden geredet und über auch sowjetischen Imperialismus und das war schon möglich. Also das war eine kurze Treffen, aber für mich diese Entscheidung von Max Frisch, in diesem Kongress teilzunehmen, war ein Argument, dass ich soll auch gehen. Das war noch Zeit von Kommunismus in Polen, aber die letzten Monate und das war sehr exzitierende Abenteuer. Aber das ist die andere Geschichte, schon vielen Jahren nach dem Drehen. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir konzentrieren uns jetzt auf den Film und ich will Sie nicht weiter vom Menü abhalten und bitte insofern um die Vorführung des Films. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und dass Sie hier gekommen sind. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir wollen diesen Abend nicht beschließen, ohne dass Sie die Möglichkeit haben, quasi zum Nachtisch noch Fragen an Christoph Zanussi zu stellen, wenn Sie solche haben. Hat jemand eine schöne Frage? Das ist immer so, darum habe ich eine Frage. Wann haben Sie vor dem heutigen Abend diesen Film zum letzten Mal gesehen? Und was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie ihn jetzt heute Abend wieder gesehen haben? Das ist am wenigstens 30 Jahre. Und deswegen habe ich das heute neu
gesehen, und das ist für mich auch eine Überraschung. Ich habe mich nicht erinnern, dass ich solche Filme gedreht habe. Ich habe ganz andere Vorstellung, was das war. Aber das ist schon nur eine, ich kann mir ein Zeugnis sein, dass Erinnerungen sind immer falsch. Das, und das ist im Dialog. Fragen von Ihrer Seite? Ja. Welche Version mögen Sie lieber, die deutsche oder die englische Version? Ich spreche Englisch viel besser als Deutsch, deswegen diese englische Version ist für mich, ich habe mehr Sympathie. Aber ich glaube, dass wir müssen treu zu Max Frisch bleiben, und er hat das im Deutsch geschrieben. Übersetzung ist immer eine Verfälschung. Also im Englisch, das klingt ganz unterschiedlich. Ich kann das besser verstehen, besser mitfühlen, aber das ist schon eine fremde Fassung. Die Originalfassung muss deutsche Fassung sein. Auch vom Schauspielerischen, weil Sie vorhin gesagt haben, dass sich das auch auf das Schauspielerische ausgewirkt hat? Ich glaube, dass Sie haben im Deutsch mit mehr Sicherheit gespielt, und im Englisch, man sieht, dass die sind sehr unsicher, alle Schauspieler. Mit einer Ausnahme, weil eine Schauspielerin ist zweisprachig und war im Englisch so gut wie im Deutsch. Für die andere, das war immer eine Arbeit im anderen Welt, nicht eine Welt, in welchem sie tägliche Erfahrung haben. Das ist immer ein Problem, wenn man im Ausland lebt, dann man entdeckt, dass eine fremde Sprache zu beherrschen ist nicht genug. Wir müssen in jede Kultur, in jede Sprache alle verschiedenen Erfahrungen haben. Wir müssen schreien, wir müssen bitten, wir müssen verschiedene Gefühle ausdrücken, und dann kann man wirklich in andere Sprache spielen. Wenn nicht, dann das ist immer eine Übung, das ist eine linguistische Übung, aber das überzeugt uns nicht. Ja. Vorhin wurde schon erwähnt, dass eine ganze Reihe von sehr bekannten Schauspielern in dem Film mitwirken. Wie haben Sie die ausgewählt und nach welchen Kriterien? Ich habe das große Unterstützung und Hilfe von unserem Redaktor gehabt, und Hartwig Schmidt hat mir viele Vorschläge gemacht. Und das war intuitiv und interessant, dass Max Frisch wollte darüber nicht wissen. Er hat gewusst, dass das ist Vadim Glowna, und habe gesagt, alle diese Frauen, ich will überrascht sein. Ich wollte nicht wissen, wer spielt. Mit einer Ausnahme von Maja Komorowska, weil das war auch seine Idee, dass er wollte, diese polnische Schauspielerin in diesem kleinen Episode zu haben. Warum wollten Sie genau Blaubart verfilmen? Also was ist es an dieser Erzählung, dass Sie so gereizt hat? Es ist nicht so, dass ich sitze in meinem Büro und kommen verschiedene Vorschläge, und ich mache eine Wahl zwischen Shakespeare und Molière und Max Frisch und so weiter. Das war etwas ganz Besonderes, dass ich habe diese Chance, dieses Buch zu verfilmen. Und ich finde, dass dieser ganze Komplex von Schuldgefühl ist etwas, das ich verstehe. Ich habe ähnliche Intuition, wenn ich darüber denke. Ich fühle mich schuldig für viele Sachen, die ich nicht gemacht habe, aber die sind in meinem Welt. Und deswegen, das war für mich eine große Chance und eine Ausnahme. Normalerweise, ich mache keine Adaptation, ich habe nur drei Schriftsteller adaptiert. Einer ist ein italienischer Freund, Rocco Familiari, mit dem habe ich vielmal im Theater gearbeitet, und einmal habe ich ein
Verfilmung gemacht. Zweite war Karol Wojtyła, zukünftiger Papst. Er hat als junger Mann ein Theaterstück geschrieben, die war jahrelang nie auf der Bühne gemacht, weil das war für Zensur unakzeptbar. Und dann später habe ich eine Chance, dieses Theaterstück zu verfilmen. Und meine Rolle war ähnlich wie mit Max Frisch. Ich sollte dienen. Das war nicht eine Chance, sich selbst zu ausdrücken. Das war nicht mein Ziel. Ich wollte nur eine gute Diener sein und machen, was, glaube ich, der Autor hatte vor. In jedem Fall, das war immer eine Situation, wo ich bin mit dem Autor einverstanden. Normalerweise bin ich nicht einverstanden und deswegen, ich drehe fremde Bücher nicht als Prinzip. Etwas Formales. Im Gerichtssaal haben Sie oft mit der Optik gespielt, also durch eine Brille wird es verzerrt, durch eine Glaskaraffe wird es gedreht. Können Sie einfach dazu etwas erläutern? Wissen Sie, diese Geschichte im Sinne von Bilder ist sehr asketisch und dieser Saal ist uninteressant und ich glaubte, dass was ist wichtig ist, was ist innere Leben und innere Erfahrung von der Hauptfigur. Also das war eine Entscheidung, dass wir werden nur mit Detailen spielen. Auch der letzte Teil ist mit vielen Spiegeln gedreht. Das, glaube ich, ist nicht ganz offensichtlich, aber das ist nicht naturell. Und dieser Gang zwischen realistischen Szenen und dann ganz unrealistische. Ich wollte das sehr flüssig machen, nicht radikal. Gibt es einen Moment, wenn wir wissen, dass das ist die Ende von realistischer Geschichte und dieser Prozess läuft weiter. Aber ich wollte diese Unterschiede nicht betonen, aber so flüssig machen wie möglich. Vielen Dank. Wir haben jetzt viel von Ihrer Faszination für Blaubart und für Max Frisch gehört. Die frühen 80er Jahre waren ja eine besondere Zeit in Polen. Und meine Frage wäre, inwieweit sich Max Frisch wiederum für Sie, Ihren Hintergrund, diese spezielle Zeit interessiert hat, inwieweit das Thematiken eben jenseits des Filmmachens waren, über die Sie sich unterhalten haben. Wir haben schon gehört, Max Frisch hatte einen gewissen Polenbezug, eben auch mit seiner frühen Teilnahme am Intellektuellen Kongress in Wrocław. Ja. Das wäre meine Frage. Ja, das stimmt, aber er war sehr interessiert und wollte wissen, was passiert im 84. Das war ein sehr depressiver Moment. Wir haben schon fast ganze Hoffnung verloren, dass wir können etwas ändern. Und in 3 Jahren Kommunismus kam zu Ende. Das war auch für uns eine große Überraschung. Aber ich erinnere diese langen Gespräche, besonders wenn Maja Komorowska ist gekommen und sie hat die letzten Nachrichten aus Polen und hat sofort erzählt, was passiert und welche Stimmung herrscht in unserer zwischen die Opposition, weil praktisch alle Intellektuelle in Opposition waren. Das war im 80er Jahre undenkbar, mit der Regierung zu bleiben. Das war unakzeptbar. Und das war eine Zeit, wenn zum Beispiel zu Hause noch meistens von Familien niemand wird ein Parteigenosse einladen. Wenn du bist ein Parteigenosse, du kannst mit uns nicht bei dem Tisch sitzen. Das war ganz radikal und am Ende, wir haben gewonnen. Das war ein Wunder. Wir haben gewonnen und jetzt, wir haben neue Probleme und das ist schon nach so vielen Jahren. Aber das war eine sehr selten in Geschichte. Alles, was ist gut, kann gewinnen. Normalerweise Böse hat mehr Kräfte
aber in diesem Fall nicht. Ich wäre geneigt zu sagen, das war ein sehr schönes Schlusswort. Danke. Das Gute hat gewonnen. Sehr optimistischer Schluss, aber wieso nicht? Es sei denn, es ist von Ihrer Seite aus noch eine sehr dringende Frage. Ja, da hinten. Ja, ich hätte noch eine Frage dazu, warum Sie den Film so umgesetzt haben, wie Sie ihn umgesetzt haben. Sie hatten im Eingang schon erwähnt, das könnte was damit zu tun haben, dass Max Frisch ihn einfach nicht die Souveränität hatte, ihnen da gewisse Freiheit zu lassen. Lag das jetzt wirklich nur daran, weil so ein Courtroom-Thriller hätte ja eigentlich auch viele Möglichkeiten geboten, das Ganze noch unterhaltsamer darzustellen. Also beispielsweise nicht nur innerer Monolog und die Befragung, die Dialoge im Gericht und beispielsweise vielleicht auch noch eine Beratung des Gerichts oder auch die kriminalistischen Ermittlungen irgendwie noch ein bisschen darzustellen. Warum hat Max Frisch nicht die Souveränität besessen, ihnen die Freiheit zu lassen und warum haben Sie sich nicht genommen? Weil ich glaube, ich kann nicht in den Namen von Max Frisch antworten, aber ich glaube, ich habe ganz andere Interesse. Er hat keine Absicht, eine kommerzielle Unterhaltung zu bringen. Und alles, was Sie vorgeschlagen haben, ist eine banale Gattungsfilme. Das sind nicht für intelligente Leute. Die sind für die Leute, die sind sich langweilig. Und diese sehr subtile Analyse, was passiert in unserem Herz, in unserem Kopf, das kann man machen, nur wenn Gericht nur ein Prätext ist, aber nicht ein Thema. Das ist keine kriminelle Geschichte, das ist nicht so wichtig, wer ein Täter ist. Es ist wichtig, was erlebt Dr. Schad und was ist in seinem, wo liegt seine Vorstellungskraft und wie große Probleme mit Realität er hat selbst. Also das ist für mich eine sehr subtile psychologische Analyse und nicht eine Gattungsgeschichte. Gut. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch und genau.